Und ich bitte zu mir die Eva von Angern, die Vorsitzende des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt e.V. Schön, dass Sie da sind. Ich bitte zu mir die Andrea Wegner, brauche ich nicht mehr vorstellen, sie hat heute zu uns gesprochen, Geschäftsführerin Deutscher Kinderschutzbund. Anke Weinreich, Landeskoordinatorin bei häuslicher Gewalt und Stalking Sachsen-Anhalt. Okay, danke. Und natürlich online zugeschaltet ist uns, und es sieht so aus, als ob er uns sehen kann, und er lächelt schon, das ist Professor Dr. Heinz-Jürgen Voss, und er ist Professor für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung am Institut für angewandte Sexualwissenschaft der Hochschule Merseburg. Hallo, Professor Voss. Hallo, und die Technik. Ja, super. Wir können Sie hören, und es sieht so aus, als ob Sie das auch können. Ich stelle jetzt trotzdem die drei noch ein bisschen vor, weil wir können ja nicht so aus dem Kalten hier starten. Rechtsanwältin, Politikerin Eva von Angern, seit 2002 Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt und seit 2021 die Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke, ehrenamtlich seit 2011 Vorsitzende des Landesfrauenrates Sachsen-Anhalt e.V., außerdem Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund e.V. Sachsen-Anhalt und Mitglied im Bündnis gegen Rechts. Und das sind dann mal nur ein paar Dinge, in denen Sie ehrenamtlich tätig sind. Und dass der Landesfrauenrat Mitglied im Landespräventionsrat ist, sei auch noch erwähnt. Professor Dr. Heinz-Jürgen Voss hat eine Professur, ich habe es gesagt, für Sexualwissenschaft und sexuelle Bildung an der Hochschule Merseburg. Er forscht zur Prävention von sexualisierter Gewalt, der Förderung geschlechtlicher und sexueller Bestimmung sowie geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Und im Jahr 2021 legte der Lehr- und Forschungsbereich einen Monitoringbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im Hilfesystem für gewaltbetroffener Frauen und Mädchen im Land Sachsen-Anhalt vor. Und zu diesem Bericht werde ich Sie nachher befragen. Ganz spannendes Thema. Schön, dass Sie da sind und wir Sie sehen und hören können. Andrea Wegner, brauche ich jetzt nicht mehr viel sagen, hat zu uns gesprochen, Deutscher Kinderschutzbund, Geschäftsführerin Anke Weinreich. Schön, dass Sie da sind. Sie ist die Landeskoordinatorin bei häuslicher Gewalt und Stalking Sachsen-Anhalt, der LIGO. Und sie hat mir das jetzt nochmal richtig aufgeschrieben, damit ich das richtig sage, der Landeskoordinierungsstelle zivilgesellschaftlicher Akteure zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Herzlich willkommen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, sie zündet auch schon mal vom Landtag Sachsen-Anhalt 117 Kerzen an, um bei einer Gedenkveranstaltung an die 117 Frauen zu erinnern, die laut Kriminalstatistik im Jahr 2019 durch partnerschaftliche Gewalt ums Leben gekommen sind. Das hat ja zwar nicht ganz so viel mit digitaler Gewalt zu tun, das stand schon auf meinem Kärtchen, ehe hier heute der Tag begann, aber inzwischen, und das haben wir heute gelernt, ist digitale Gewalt immanent mit Gewalt jeglicher Art verbunden. Danke eben auch für so eine Aktion und für das Engagement. Und wie ich gehört habe, war das eine Aktion, die ihr zusammen mit dem Landesfrauenrat gemacht habt. Klasse. Das Podiumsgespräch will den Tag nochmal so ein bisschen reflektieren, Revue passieren lassen, Ihnen aber auch Gelegenheit geben, mitzudiskutieren. Also ich bitte darum, seien Sie ruhig aktiv, trauen Sie sich zu fragen, deshalb also auch die Mikrofone, die beiden hier im Gang, mutig ran. Der heutige Landespräventionstag steht programmatisch unter dem Titel Digitale Gewalt im Fokus von Prävention und Intervention. Wir haben Vorträge gehört zur digitalen Gewalt, eine Einordnung aus Forschungssicht heute Vormittag, digitale Gewalt aus Opfersicht, wir haben digitale Gewalt gegen Kinder und diese Hilfeangebote, die es für Kinder gibt, nochmal thematisiert und natürlich auch für Eltern. Und wir haben eben zum digitalen Hass gehört, eine Gefahr für die eine große Gefahr für die Demokratie. Und ich hatte mir so aufgeschrieben, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wie beurteilen Sie? Meine Gesprächspartner, und ich muss auch immer wieder an Professor Voss hinter mir denken, die gegenwärtige Situation in unserem Land, wie ist aus Ihrer Sicht die Entwicklung zu beurteilen? Ist sie nur gefühlt unsicherer, auch wenn wir natürlich heute Argumente und Fakten gehört haben? Oder ist sie ganz real gefährlicher und wie empfinden Sie das in Ihrem Alltag? Ich gebe die Frage, ich schmeiß die hier so rein und ihr könnt.
Muss ich was mitmachen? Nein, ich muss nichts mitmachen. Wir haben uns gerade kurz verständigt, dass ich vielleicht beginne. Wir saßen heute zusammen den ganzen Tag, haben uns viel angehört und gefühlt war das tatsächlich in vieler Lebensrealität schon präsent, was heute hier gesagt worden ist. Das ist aber nur ein klitzekleiner Ausschnitt unserer Gesellschaft, in dem wir heute hier zusammengesessen haben. Ich bin froh, dass so viele Professionen, so viele, viele verschiedene Professionen heute hier zusammengekommen sind, weil das ist auch der Ansatzpunkt für uns als Landesfrauenrat, den wir natürlich immer aus der Geschlechtersensibilität heraus, aus der frauenpolitischen Sicht im Besonderen heraus und da auch nochmal herzlichen Dank an alle Referentinnen und Referenten heute, die nochmal deutlich gemacht haben, dass wir eben hier auch über ein ganz klar frauenpolitisches, frauenfeindliches Bild reden, was eben nicht selten, sogar sehr häufig, teilweise am häufigsten Grundlage von digitaler Gewalt, von Hasskriminalität ist. Und deswegen, es ist ein klitzekleiner Schritt, auch wenn viele Menschen heute hier zusammengekommen sind, in Richtung Sensibilität. Und ich habe es vorhin in einer Kamera gesagt, komme aus der Frauen- und Gleichstellungspolitik und weiß, was es bedeutet, dicke Bretter zu durchbohren. Viele mit gerade von den Polizeibeamten, die jetzt hier im Raum sind, wissen, wie lange wir überhaupt um die Akzeptanz von häuslicher Gewalt gekämpft haben als ein Phänomenbereich, der anerkannt und beachtet werden wird. Und das ist ähnlich bei diesem Thema hier, dass wir... Und das ist so ein bisschen auch unser Auftrag als Landesfrauenrat, als auch Dachverband und große Netzwerkerinnen hier in Sachsen-Anhalt, dafür zu sorgen, dass das Thema in der Gesellschaft, aber auch bei all den Akteurinnen, Professionen, die damit zu tun haben, ankommt. Also dass es eben nochmal mehr hingeguckt wird in Schulen, wie sich diese Art des Mobbings, der digitalen Gewalt eben auf Mädchen, auf Jungen auswirkt, wie unterschiedlich Mädchen und Jungen darauf reagieren, wie auch ganz banal gesagt wird, wie Beratungsstellen auch anders sich neu strukturieren müssen. Also digitale Gewalt ist etwas, was im Zunehmen ist und sicherlich führt auch diese andere Sensibilität zu einer Veränderung bei den Statistiken, sei es bei der polizeilichen Kriminalstatistik, sei es auch bei internen Statistiken, die ja jeder der Verbände auch führt und wodurch natürlich auch erstmal durch eine höhere Sensibilität Zahlen steigen. Aber, und das gehört eben auch dazu, unsere Arbeit hat sich dadurch maßgeblich auch verändert. Und was uns eint, ist, dass wir auf keinen Fall wollen, dass sich Mädchen und Frauen bei uns im Besonderen, aber eben insgesamt, will ich jetzt mal sagen, alle Menschen aus dem sozialen Leben und es muss man ganz klar sagen, der digitale Raum gehört normal jetzt zu unserem sozialen Leben dazu, dass sie sich zurückziehen. Das ist aber etwas, was passiert. Das wollen wir aber nicht akzeptieren. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir die Mädchen, die Frauen, unser Fokus, stark machen? Wie können wir sie unterstützen? Wie können wir, welchen Beitrag können wir auch leisten, damit sie sich aus diesem Raum nicht zurückziehen? Ja. Weil eigentlich darf es keinen Raum geben, nein, sei es das Parlament, sei es eben die sozialen Medien, wo sich Mädchen und Frauen heraus zurückziehen. Aber das ist so ein ganz natürlicher Reflex. Wir haben darüber auch in der Pause kurz gesprochen. Ja? Also wenn sozusagen Gefahr mir droht, da gibt es immer den Weg der Aktiven. Oder ich habe eben, weil ich mich auch eingeschüchtert fühle und eben auch Angst empfinde, diesen anderen Weg. Wir haben heute Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, wie man eben auch aktiv dagegen angehen kann. Aber diese Angst ist ja nicht unberechtigt, weil wir haben ja es auch mit einem Medium zu tun. Wir haben das heute alles gehört. Ja, wir sind doch diese Ureinwohner in einem Medium, das uns, ja, wir gehen damit täglich um, aber haben eigentlich keine Ahnung. Ich möchte auch nicht nur dafür werben, dass wir die Mädchen und Frauen dafür stark machen, sich dagegen zu wehren oder kreativ, auch wenn ich da heute schöne Ideen wahrgenommen habe. Nein, wir müssen selbstverständlich auch darauf hinwirken, dass das ein sicherer Raum wird. Genau. Bei allen Grenzen. Also es gibt absolute Sicherheit, muss ich hier, glaube ich, in dieser Runde gar nicht sagen. Die gibt es nicht. Leben ist lebensgefährlich. Punkt. Aber sehr wohl darauf zu achten, dass Risiken dass sie minimiert werden. Und da ist natürlich, es ist vorhin angesprochen, auch das Erlebnis von Betroffenen, die sich rechtlich zur Wehr gesetzt haben und erfolglos waren, das sind ja auch gerade in den Bereichen, die wir als Landesfrauenrat, Stalking, häusliche Gewalt, Körperverletzung, also Gewalt im sozialen Nahraum, das sind ja alles so Erfahrungshorizonte, insbesondere von Frauen und Mädchen, dass sie wenig Erfolg hatten. Ja. Aber auch da passiert was, auch da ändert sich etwas. Sie werden jetzt kaum noch eine Polizistin, ich hoffe in Sachsen-Anhalt bitte gar nicht mehr, finden oder ein Polizist, der bei häuslicher Gewalt nicht einschreitet. Ja.
Das ist ein Prozess, der sich aber entwickelt hat über die Jahre. Und wir versuchen da als Landesfrauenrat, insofern freue ich mich da auch echt, dass das geklappt hat oder klappen wird mit der Staatsanwaltschaft in Halle, der Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Wir waren da schon vor Monaten bei der Justizministerin und haben gesagt, das brauchen wir ganz, ganz dringend. Es ist ein Phänomenbereich, der das dringend erforderlich macht. Und da ist nicht jeder Staatsanwalt, jede Staatsanwaltin, im Idealfall ist sie fit in den Bereichen, ist aber nicht, entspricht nicht den Tatsachen. Insofern ist es, glaube ich, auch für die Polizei auch eine hilfreiche Unterstützung als Teil der Strafverfolgungsbehörden. Und wir haben da wirklich Hoffnung und freuen uns, dass das jetzt auch geklappt hat. Ich kann schon mal sagen, beim ersten Gespräch war die Justizministerin noch nicht überzeugt von dieser Idee. Jetzt ist sie es und ich hoffe, dass es auch bald realisiert wird. Okay, danke schön dafür. Da gucke ich jetzt gleich mal Anke Weinreich an. Also sie hat mir diesen Zettel hier, die LIKO, diese Landeskoordinierungsstelle zivilgesellschaftliche Akteure zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Bei mir stand noch Koordinierungsstelle von Unterstützungs- und Beratungsfachstellen in Sachsen-Anhalt. Da geht es um Frauenschutz, um Opferschutz, in diesem Zusammenhang um Kinderschutz, Täterarbeit professionell beraten. Dass die LIKO sich in Trägerschaft des Paritätischen Landesverbandes Sachsen-Anhalt e.V. befindet, sei noch erwähnt und vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt gefördert wird, ist wichtig. Sie sind auch, wie ich schon gesagt habe, Mitglied im Landespräventionsrat. Seit 2006 gibt es diesen LIKO, diese Stelle. Wie ist es damals zur Gründung des LIKO gekommen und was hat sich seit der Gründung an Ihrer Arbeit grundsätzlich verändert? Ja, LIKO ist tatsächlich als Modellprojekt gestartet und zwar um die vier Interventionsstellen, die wir in Sachsen-Anhalt haben, die ihre Arbeit damals aufgenommen haben, nicht nur diese vier zu begleiten, sondern auch da Netzwerke zu bilden, Verzahnungen zu bilden zwischen allen Professionen, die auch im Opferschutz tätig sind, also Polizei, Sozialer Dienst, der Justiz, Wildwasserberatungsstellen, Frauenberatungsstellen, Frauenhäuser und so weiter, da gute Netzwerke zu etablieren. Das war das Ziel, das ist auch sehr gut gelungen. Und das gibt jetzt dieses Netzwerk für ein Leben ohne Gewalt? Genau, das ist ein Landesnetzwerk. Nochmal zu dieser zivilgesellschaftlichen, das ist tatsächlich eine ganz, ganz neue Ausrichtung auch. Also von der Intervention zur Landeskoordinierung und seit Neuem hat die LIKO auch noch Verstärkung bekommen, noch eine Kollegin dazu bekommen, Frau Laser, und dann noch mehr Ressourcen zu haben, dann auch in die Breite zu wirken. Und wie war jetzt weiter die Frage? Seit der Gründung, wie sich die Arbeit verändert hat. Ich meine, wir sprechen darüber, digitale Gewalt, das war 2006. Ja. Also hallo, noch bei weitem nicht das Thema, über das wir heute sprechen. Genau, da haben wir uns auch gerade nochmal ausgetauscht dazu, wie schwierig es ist, diesem Gewaltphänomen, was sich rund um die Uhr weiterentwickelt und was auch rund um die Uhr ausgeübt wird. Von daher Gefahr erkannt, ja, aber gebannt noch lange nicht, weil da braucht es noch unheimlich viel und Frau kommt kaum hinterher, sich da dazu weiter fortzubilden. Und darum ist es so wichtig, da auch in Netzwerken sich auszutauschen, Strategien zu entwickeln und Angebote zu schaffen, einfach nochmal. Wie arbeitet dieses Netzwerk? Das Landesnetzwerk, das ist wirklich ein Zusammenschluss von den Akteurinnen und Akteuren, die Sie da beschrieben haben. Das heißt, jeweils eine Kollegin der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenhäuser, der Interventionsstellen, Wildwasser, Täterberatung pro Mann, Landesfrauenrat, wir kommen da alle zusammen und wirken dann quasi als Multiplikatorinnen zum Austausch und aber nicht nur zum Austausch, sondern wir planen eben auch Präventionskampagnen beispielsweise, um die Zugänge zu den Hilfsangeboten noch einfacher zu gestalten. Ja, also darauf kommen wir ja nachher noch. Aber da kommen wir nachher. Das heben wir uns mal noch ein bisschen zum Schluss auf. Genau. Ein erfolgreiches Beispiel würde ich gerne noch sagen. Genau. Und zwar das vom Landesnetzwerk für ein Leben ohne Gewalt auch eine Webseite, Gewaltfreies Sachsen-Anhalt, auch ins Leben gerufen wurde und eine Auswertung der Zugriffe, der statistischen Zugriffe hat leider auch ergeben, dass zum Beispiel um die Weihnachtsfeiertage die größten dass es da die größten Klicks gab, also da wurden am häufigsten Hilfen gesucht. Ah ja, toll. Das kann ich unterschreiben.
Ja. Kann ich unterschreiben, auch unser für die Lars Telefone. Passt genau auf, ich weiß, spricht. Dass unser Lars aufpasst. ja, also das haben wir jedes Jahr auch, dieses Phänomen. Und wir haben voriges Jahr, also während Corona, dann wirklich entschieden, also Nummer gegen Kummer hat entschieden, wir versuchen auch die Feiertage zu besetzen. Und das muss ich jetzt mal sagen, hier in Sachsen-Anhalt, unsere Ehrenamtlichen, ja. Ja. Die haben wirklich, es ist kein Dienst ausgefallen. Die sind Weihnachten, Silvester, Neujahr an die Telefone gegangen und haben, waren für die Menschen da. Und es gab sehr viele Anrufe tatsächlich auch. Ja, ja. Ja, gerne einen Applaus, super. Jetzt hat zwar Eva von Angern schon so ganz engagiert gleich angefangen, und das war auch richtig so, Mitglied im Landespräventionsrat. Sie sind also als Verein auch Mitglied in diesem landesweiten Netzwerk. Worin sehen Sie als Verein, ich sag mal, da wirklich Ihre vornehmliche Aufgabe, Ihre Interessen da einzubringen? Naja, das eine ist, ich sag mal, Grundlage unserer Satzung, also unserer Verbandstätigkeit. Wir sind zum einen ein Dachverband für über 30 unterschiedliche Vereine, die alle frauenpolitisch ausgerichtet sind. Also die sind schon benannt worden, die Frauenschutzhäuser, die Frauenzentren, aber auch die demokratischen Frauen, die kirchlichen Frauen. Und uns eint eben der Kampf für Frauenrechte, für Rechte von Mädchen. Und deswegen überall da, wo wir sind, das ist nicht nur der Landespräventionsrat, es ist auch unter anderem das Landesprogramm Weltoffenheit Demokratie, auch da haben wir mit geschrieben. Und zum einen vernetzen wir uns natürlich auch dort mit den Akteurinnen, um auch Mehrheiten für unsere eigenen Themen zu finden. Und die haben natürlich alle immer diesen Geschlechteraspekt. Wir sind aber auch mit der größten Dachverbände, die als Lobbyistinnen gegenüber der Politik aktiv sind. Also ich habe nebenbei von dem Gespräch mit der Ministerin gesprochen. Das tun wir tatsächlich einmal im Jahr mit fast allen Hausspitzen und mit den demokratischen Fraktionen im Landtag. Wir nehmen an Anhörungen und Fachgesprächen teil. Wir vernetzen uns aber eben auch bundesweit auf der Konferenz der Landesfrauenräte, wo wir schon vor jetzt über 4 Jahren einen Antrag zum Thema Hasskriminalität eingebracht haben und den dann auch im Bundestag im zuständigen Familienausschuss vertreten haben, wo das besondere Gefühl auch darin lag, dass wir dort den Abgeordneten aller Fraktionen gegenüber saßen, über Hasskriminalität im Netz an Frauen sprachen und alle nickten, alle Wissen nickten. Und das ist vorhin zwar so gesagt worden, also wenn so eine Gewaltexzesse gegenüber Politikerinnen passieren, dass dann die Polizei sofort aufsteht und alles dafür macht. Es ist, glaube ich, insgesamt der Erfahrungshorizont nicht nur positiv, sondern durchmischt mit dem, was dann im Ergebnis am Ende hinten bei rauskommt. Und das ist halt nach wie vor immer noch nicht so positiv. Also wir sind Netzwerkerinnen, wir sind Lobbyistinnen. Und Lobbyistin sage ich jetzt auch mal ganz selbstbewusst, weil ich das überhaupt gar nicht schlimm und negativ finde. Ist eigentlich ein Wort, das eher negativ besetzt ist, aber ich weiß genau, wie es gemeint ist. Und auch danke dafür. Stichwort Istanbul-Konvention ist hier auch schon im Namen der LIGO gefallen. Professor Voss ist dann auch gleich dran. Ich habe ihn nicht vergessen. Die Konvention des Europarats von 2011 ist das internationale Abkommen zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Sie definiert Gewalt gegen Frauen und Mädchen als Menschenrechtsverletzung und als Zeichen der Ungleichstellung von Frauen und Männern. Und man kann im Netz lesen, seit Februar 2018 ist die Konvention in Deutschland geltendes Recht. Und es gibt starke Impulse für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen auf allen staatlichen Ebenen. Wo kann man diese starken Impulse in Sachsen-Anhalt leben, fühlen, sehen? Muss nicht immer Eva von Angern sein. Gerne auch. Okay. Ich mache jetzt noch Sachsen-Anhalt und dann ist Professor Voss dran. Genau. Also das ist eben ein starkes Netzwerk, wirkt sich aus, kann man dazu nur sagen. Und wir unterstützen uns tatsächlich gegenseitig, arbeiten regelmäßig miteinander. Von daher hätten wir diese Frage jetzt auch, hätte das jede von uns jetzt beantworten können. Also zum einen, das ist eben diese besondere neue Stelle für die Koordinierung der Istanbul-Konvention bei der LIGO. Mareike Laser ist ja da. Und das war auch ein Forderungskatalog vom Landesfrauenrat, den wir mit all denen, mit denen wir regelmäßig im Kontakt sind, besprochen haben. Ich kann sagen, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, und wir sind bisher nur 1,75 Stellen in unserem Dachverband, die auch tatsächlich hauptamtlich aktiv sind, weil bei uns ganz, ganz viel auch übers Ehrenamt läuft. Aber wir werden im nächsten Jahr tatsächlich eine Kompetenz- und Netzwerkstelle Hasskriminalität und digitale Gewalt mit dem Schwerpunkt natürlich Frauen und Mädchen einrichten können, wo wir aber eben auch
genau dieses Netzwerk, was heute ja auch gesprochen hat, auch genau in diesem Netzwerk weiterleben wollen und unsere Rolle da auch ganz klar definieren. Ich sehe noch sehr viel Nachholbedarf bei den Kommunen. Mhm. Auch da führen wir Gespräche, sowohl mit dem Landkreistag und mit dem Städte- und Gemeindebund. Aber ich sprach vorhin von dicken Brettern. Und wir haben tolle Partnerinnen mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, aber alles andere, und das muss man ganz klar sagen, in dem Moment, wo Dinge Geld kosten und Fachlichkeit und Qualität kosten Geld, da ist es ein harter Kampf, aber da werden wir dranbleiben. Na, da haben wir ja gleich die gute Brücke zu Professor Voss. Der lächelt auch schon. Ich habe es angesprochen, im Jahr 2021 hat der Lehr- und Forschungsbereich einen Monitoringbericht zur Umsetzung der Istanbul-Konvention im Hilfesystem für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen im Land Sachsen-Anhalt vorgelegt. Ich bin gespannt, was Sie uns vorzutragen haben, Professor Voss. Was hat dieses Monitoring ergeben? Also auch vielen Dank, und eigentlich kann ich immer auch gar nicht so viel dazu beitragen. Also vielen Dank auch gerade an die starken Frauen, die hier berichten, was alles passiert. Und daran kann auch im Prinzip immer nur eine Wissenschaft dann anknüpfen und gegebenenfalls dann den Iststand nochmal erheben und noch ein bisschen weitergehen. Vielleicht 2, 3 kleine Punkte schon noch zu der Vordiskussion jetzt mit dazu, weil ich weiß, dass das durchaus von den Engagierten auch so gesehen wird, Frauen häufig mit einem Sternchen zu versehen, also von Frauen Sternchen zu sprechen. Deshalb will ich aus einer Studie, die auch vom Innenministerium hier im Land gefördert wurde, kurz noch erwähnen, dass sich da gezeigt hat, dass von den befragten Mädchen in der Jugenderhebung, von den befragten Mädchen im Alter von 16 bis 18 Jahren 24% angegeben haben, schon von einem Vergewaltigungsversuch betroffen zu sein. Also wir haben anders gefragt, aber es geht um den Straftat des Vergewaltigungsversuchs. Bei den Jungen sind es 7% und bei den diversgeschlechtlichen Personen sind es 39%. Also gerade in dem Themenfeld Vielfalt, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, haben wir durchaus ein Thema, was man hier auch immer mit bedenken muss und auch mit einbeziehen muss. Und da zeigen sich mitunter auch durchaus noch, also einmal durchaus auf kommunaler Ebene. Einige sind da sehr vorne mit dabei und tragen gut mit bei. Andere Landkreise muss man ein Stück weit mehr zu ihrem Glück tragen. Und aber auch bei den Berufsgruppen kann es unterschiedlich sein. Also zum Beispiel ist im Polizeikontext allein dieses Anhaken, dass man bei einer konkreten Hasskriminalität ein Häkchen in der Datenbank setzen muss und dann die Strafverfolgung entsprechend eingeleitet wird. Das ist bei vielen PolizeibeamtInnen noch nicht so bekannt. Also da ist durchaus einiger Nachholbedarf. Mit Grit Merker, die ja freundlicherweise bei der Polizei ja die entsprechende Beauftragte ist, mache ich eben entsprechende Fortbildung, sodass da vielleicht auch einige Bezüge drin sind. Also wir müssen es tatsächlich in alle möglichen Curricula auch mit hineinbekommen. Nun ganz konkret zu der Istanbul-Konvention und dem Monitoring dazu. Es gibt 2 Studien, die in Sachsen-Anhalt stattgefunden haben, die beide die Ergebnisse in die gleiche Richtung geben. Einmal die Studie, die vom Justizministerium beauftragt wurde, und zum anderen unsere ist eine unabhängige Studie, weil wir da gerade der Auffassung waren, wir wollen auch ein Stück weit mehr noch zivilgesellschaftliche AkteurInnen und Unterlagen dann auch noch mit einbeziehen. Also zum Beispiel den Parallelbericht, der in Bezug auf Frauen mit Beeinträchtigung und Mädchen mit Beeinträchtigung auf den Weg gekommen ist. Im Ergebnis lassen sich einige Dinge relativ konkret aussagen. Also es gibt Forderungen zum Beispiel des Europarates zur Ausstattung von Regionen mit Frauenschutzhäusern. Beispielsweise, da gibt es einen Personenschlüssel nach EinwohnerInnenzahl. Und das führt zum Beispiel dazu, dass man sagen muss, zu den 19 Frauenschutzhäusern, die wir in Sachsen-Anhalt haben, müssten 27 weitere Frauenschutzhäuser hinzukommen, um tatsächlich die Quote, die vom Europarat gefordert ist, zu erfüllen. Wir haben an anderen Stellen weitere Defizite, die sich zum Beispiel in Bezug auf die Fachberatungsstellen für Betroffene von sexualisierter Gewalt mit darstellen. Da haben wir die rote Laterne im Bundesdurchschnitt, also in Bezug auf Fachberatungsstellen pro 100.000 EinwohnerInnen. Und die Fachberatungsstellen sind
und waren, also gerade zur Untersuchungserstellung waren sie noch schlechter ausgestattet, waren aber auch personell nicht so stark ausgestattet, dass man sagen könnte, ach, wir haben hier zentrale Einheiten und davon wird das, werden die Aufgaben gut erfüllt. Das ist auch nicht der Fall gewesen. Also deshalb hier einiger Nachholbedarf. Das Grundproblem wiederum auch dabei, dass Personen, die von Gewalt oder eben auch von sexualisierter Gewalt, häuslicher Gewalt betroffen sind, natürlich eher wohnortnahe Strukturen für die Beratung benötigen. Also es lohnt sich nicht, in ein, zwei Orten Zentren aufzubauen, sondern gerade wenn potenziell auch eine Traumatisierung damit verbunden sein kann, muss es wohnortnah sein, weil sonst die Hürden nicht zu überwinden sind, beziehungsweise auch um einen Ausweg zu eröffnen, dass sich Personen, die von häuslicher Gewalt oder sexualisierter Gewalt direkt von dem Intimpartner betroffen sind, Rat und Hilfe suchen können. Das bedeutet auch, sie finden vielleicht ein kleines Zeitfenster, in dem das möglich sein könnte und können aber zum Beispiel nicht 2 Stunden von Wernigerode beispielsweise nach Magdeburg erstmal fahren, um dort zum Beispiel Rat und Unterstützung zu finden. Also hier einige Defizite, die ziehen sich dann durch, also gerade die regionale Erreichbarkeit, da müssten gerade auch in einem Flächenland wie Sachsen-Anhalt nochmal grundlegende Überlegungen dann angestellt werden, wie das eigentlich gut gelingen kann. Das Gleiche gilt zum Beispiel in Bezug auf die psychotherapeutische Versorgung in Bezug auf Traumata. Da haben wir ähnliche Fragen, also eine gute regionale Versorgung hinzubekommen. In dem Monitoring, also ich habe jetzt nur 2, 3 Ausschnitte dann dazu genannt, positiv genannt wurde in dem Monitoring einmal das Flüchtlingsfrauenhaus, also das wird als sehr positiv und angemessen wahrgenommen und auch, und das will ich genauso mit erwähnen, gerade aus dem Hilfesystem wird sehr positiv der nahe und gute direkte Kontakt zu PolizeibeamtInnen beschrieben. Also dass es da gerade gute Ansprechpersonen bei der Polizei gibt, die auch aufgeschlossen dem Themenfeld gegenüberstehen. Soweit vielleicht als erste Einordnung. Ja, wunderbar. Sonst haben Sie noch konkrete Fragen. Nee, ganz wunderbar. Vielen Dank, Professor Voss. Also ich hatte mir den Bericht versucht, noch in Vorbereitung der Konferenz in Gänze anzuschauen. Mir war, Professor Voss, aufgefallen, Sie zeigen ja Defizite ganz klar auf, die einfach da sind. Unter anderem war da also nach einer übergeordneten Strategie gefragt. Und die Feststellung, dass es oft nur punktuell und projektgebunden Angebote gibt, die eigentlich eben mehr gebündelt werden müssten und dass es eine viel effektivere Kooperation auch interministeriell geben müsste mit einer regelmäßigen Evaluation. Es sind alles ja sehr bekannte Dinge. Können Sie mir sagen, wie die Politik auf Ihren Monitoringbericht reagiert hat? No. Kann ich gern sagen, also die erste Reaktion war ein wenig verschnupft. Also wir nehmen durchaus dann auch immer in gewisser Weise auch eine Medienlandschaft auch mit wahr, weil wir genau dieser Punkt, den Eva von Angern vorhin angesprochen hatte. Es geht um Sensibilisierung. Wir wollen die Gesellschaft sensibilisieren. Und deshalb würde ich auch immer sagen, dass die Zahlen punktuell gerade von Aufdeckung steigen. Das ist eigentlich ein positiver Aspekt, weil das eher darauf hinweist, also nicht auf steigende Zahlen, das ist auch teilweise gerade im digitalen Bereich, aber es weist eher auf eine stärkere Sensibilisierung hin und dass die verschiedenen Institutionen besser darin werden, hinzusehen und tatsächlich gute Orte zu werden, wo auch Gewalt berichtet werden kann. Also gerade in Bezug auf Kinder und Jugendliche, dass sie sich anvertrauen können, dass sie auch sagen können, dass sexualisierte Gewalt, dass sie davon betroffen sind. Dafür brauchen wir erstmal einen guten Kontext, in dem überhaupt über Sexualität gesprochen werden kann. Also wenn immer nur gesagt wird, ach, alles Schweinskrams und darüber wird nicht gesprochen, dann kann wiederum auch kein Kind sich anvertrauen, dass es sexualisierte Gewalt erlebt. Und da müssen wir viel dran arbeiten. Haben wir erhebliche Defizite
im schulischen Kontext. Wir haben teilweise falsches Wissen im schulischen Kontext bei Lehrkräften, die denken, dass Kinder zum Beispiel am Sexualkundeunterricht nicht teilnehmen müssen. Natürlich müssen sie daran teilnehmen, aber teilweise wird über die Klassenlehrkräfte ein Zettel ausgegeben, wo dann draufsteht, darf teilnehmen, ja oder nein. Das ist Unsinn. Also, und da müssen wir tatsächlich ein richtiges Wissen unterbringen, dass in den verschiedenen Berufsgruppen haben wir da Defizite. In Bezug auf den politischen Kontext würde ich eine Entwicklung beschreiben, würde ich jetzt auch vielleicht ein Stück persönlich aufmachen. Wir haben Anfang, als ich hier angefangen hatte, 2014, haben wir Ausstellungssysteme zur Prävention von sexualisierter Gewalt vorgestellt. Und da hatten wir zum Beispiel auch VertreterInnen aus der Politik mit dabei. Und da gab es, ich sage es jetzt etwas zugespitzt und kurz gefasst, kam aber aus der politischen Rede noch deutlich hervor, naja, Kinder und Jugendliche erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Man sollte sich auch vor Falschverdächtigungen hüten, so, und muss da Vorkehrungen haben. Natürlich müssen wir das, aber Kinder erzählen nicht Dinge ohne Grund, sondern wir müssen tatsächlich da jeweils offen drauf gucken. Und seit das war 2014 der Fall. Seitdem ist einiges passiert. Ich nehme sehr wahr, dass die unterschiedlichen Ministerien durchaus sensibel sind, da etwas voranbringen zu wollen. Gerade für das Land Sachsen-Anhalt würde ich mir wiederum wünschen, dass die Häuser mehr zusammenarbeiten. Also da kann man auch Synergien stärken. Es muss aber auch viel mehr in das System rein. Also die Forschung kann immer alles Mögliche gut zeigen. Die Zahlen verändern sich aber auch nicht so grundständig davon. Wir haben hohe Betroffenen Zahlen und eigentlich, und deshalb finde ich es wieder gut, dass gerade auf dem Podium jetzt in Präsenz analog dabei eben gerade die PraktikerInnen in dem Feld auch wieder rum sind, weil da ist das Defizit da. Also wissenschaftlich wissen wir eine Unterversorgung, wir wissen, dass die Curricula schlecht sind. Wir versuchen seit einigen Jahren am Landesverwaltungsamt das Curriculum zu verbessern für die insoweit erfahrenen Fachkräfte, also für die Kinderschutzfachkräfte. Bisher noch ohne Reaktion, also ohne Erfolg, dass zum Beispiel Fragestellungen sexualisiert Gewalt angemessen aufgenommen werden würden. Also deshalb, Professor Voss, ich gehe jetzt mal dazwischen. Kommt es darauf an, dass einiges noch passieren kann und damit mache ich wieder den Punkt. Genau. Dankeschön. Ganz vielen lieben Dank. Nein, natürlich muss Wissenschaft die Fakten uns liefern, damit sich etwas ändert, damit wir Argumente haben, eben auch für die Politik. Möchten Sie drei noch reagieren auf das, was Professor Voss gesagt hat, was Ihnen jetzt auf der Seele liegt? Ansonsten würde ich nämlich Andrea Wegner einfach mal noch fragen. Danke erstmal, Professor Voss. Ja? Und man kann den Bericht einfach nachgoogeln, dieses Monitoring, wer sich also für die Ergebnisse der Untersuchung eben auch noch näher interessiert. Wir haben ja heute gehört von den Hilfetelefonen. Ich habe auch schon Nachfragen gestellt. Wir hatten auch noch Ergänzungen. Ich habe gefunden beim Recherchieren, ihr habt diesen Elternkurs, starke Eltern, starke Kinder, ein Erfolgsmodell. Ja, erzählen Sie was darüber. Ich erzähle, es ist eins meiner Herzensprojekte, aber gibt es schon länger, als ich beim Kinderschutzbund bin, viel länger. Dieser Elternkurs ist auch in allen Evaluationen bundesweit immer sehr weit oben, wird immer als der Elternkurs mit dem meisten Potenzial, Eltern dazu zu bewegen, Veränderungen anzugehen. Also, dass die Eltern sich verändern. Weil was wir ja haben in unserer Gesellschaft ist, dass sehr, sehr häufig leider Kinder diagnostiziert werden, obwohl sie ausschließlich Symptomträger sind für alles Mögliche, für Gewalt, für viele andere Dinge. Und eigentlich es natürlich auch hier an den Erwachsenen ist, die Situation so zu verändern, dass sie der Entwicklung eines Kindes nicht im Wege steht, die Situation. Genau, also dieser Elternkurs versucht das. Es ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot, auch für alle Eltern geeignet. Und es gibt ihn seit 2011, seit 2011 sogar auch in russischer Sprache, in türkischer Sprache, in inzwischen auch, glaube ich, Italienisch und weiß ich, Aserbaidschan hat auch den Kurs, also Elternkurs, starke Eltern, starke Kinder goes around the world, was natürlich an unserer finnischen Erfinderin liegt, Paula Honkanen-Schobert, die sehr lange in Deutschland schon lebt, seit den 70er Jahren und
dieses Modell auch aus Finnland mitgebracht hat. Das Gute an diesem Kurs ist, es lässt alle, wie sie sind, erstmal. Und die einzige Frage, die im Mittelpunkt steht, ist das, was du tust als Mutter oder Vater, der Entwicklung deines Kindes zuträglich, also fördert es die Entwicklung deines Kindes? Das ist die einzige Frage, die in der Mitte steht. Und alle Eltern dürfen für sich selber entscheiden, tue ich immer das Richtige, dann kriegen sie natürlich ein paar Beispiele geliefert, dürfen sich zurückerinnern an ihre eigene Kindheit und langer Rede, kurzer Sinn, über kurz oder lang haben sie richtig Lust darauf, auch mal was anderes auszuprobieren. Ja, ich will jetzt nicht hier, ich könnte stundenlang über diesen Kurs reden. Vielleicht ist noch wichtig das zu Gute wissen, ist, auch das ist ein Ehrenamtsprojekt. Nein, also die Eltern, also die Elternkursleiter, die bekommen das schon auch honoriert, okay, wenn sie den Kurs leiten. Dafür ist es auch einfach, ist auch zu viel Wissensaneignung Input nötig und Input nötig, ja, und so weiter. Das sollten auch schon Fachkräfte dann auch sein. Also ich sage immer, das sind so zwei Sachen, die mich so bewegen am Ende, ne? Wenn Eltern am Ende des Kurses kommen und sagen, wenn ich das gewusst hätte, dass es so einfach ist, Situationen zu entschärfen, wieder, also wirklich auch zu einer Konfliktlösung zu kommen, wo wir sogar bei lachen, ja, da wäre ich schon viel eher gekommen. Und das ist es einfach, Methoden den Eltern beizubringen, wie sie Probleme in der Familie lösen können, natürlich immer gewaltfrei, das stand am Anfang auch oben drüber. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Eltern erreicht inzwischen in Sachsen-Anhalt. Und wir bieten ihn jetzt, Corona sei Dank, sogar digital an. Es ist alles möglich. Wir sind gerade noch in der. Seit 2002 haben wir mehr als 3000 Eltern erreicht, stand auf eurer Seite. Also wenn das auf unserer Seite stand, dann ist das so. Ich habe das auch von eurer Seite. Dann ist das grob geschätzt, aber dann ist das so. Genau. Ja. Nein, tolles Projekt. Ja. Und wirklich, die Rückmeldungen sind auch so, es wirkt auch nachhaltig. Ja. Und ich sage immer, wenn es mit den Kindern klappt, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Es ist ganz, ja, auch mit den Nachbarn. Das ist auch viel Kommunikation und Gewaltfreiheit. Also es ist ein sehr schönes Projekt. Wer Lust hat, einfach mal auf die Seite gehen. Und gerne, wenn die Zeitkapazitäten da sind und Lust, werden Sie Elternkursleiter. Das ist eine schöne Sache. Ja. Jetzt gucke ich ins Auditorium. Haben Sie Fragen an unsere vier Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer? Brennt Ihnen etwas auf der Seele, wo Sie sagen, ich möchte das unbedingt loswerden, das passt hier heute unbedingt hin? Weil was hier natürlich über dieser Veranstaltung schwebt, das ist ja einfach die Frage, wie kriegen wir das Thema in die Breite? Ganz viel ist gesagt worden, es gibt Netzwerke, es gibt Vereine, es gibt zivilgesellschaftliches Engagement in großer, großer Vielfalt. Und trotzdem kann ich auch aus meiner Wahrnehmung sagen, kommt das Thema immer noch nicht da an, wo es hin muss. Und wir merken ja selber, dass diese ganzen Fragen Hass, Intoleranz, Ton, wir haben heute die Tonlage, hat er auch so schön gesagt, dass sich so vieles auch verändert hat und eben nicht nur im Netz, sondern auch im täglichen Zusammenleben. Wie bekommen wir das Thema in die Breite? Und ganz zum Schluss möchte ich dazu dann auch Frau Weinreich noch sprechen. Aber Eva von Angern, ruhig rüber gucken, dass ihr euch abstimmt. Also den Werbeteil darf dann Anke machen, genau, weil ich ahne, was kommt. Aber es gibt tatsächlich noch beim Stichwort, wie kriegt man ein Thema in die Breite, eine Profession, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, nämlich das sind die Journalistinnen und Journalisten, ja, also die Vertreterinnen der Medien, mit denen wir auch sehr häufig ins Gespräch kommen, immer dann, wenn wir merken, dass es über einen Ehrenmord gesprochen wird oder über Nuttenmord oder Hurenmord, wo wir darauf hinweisen, welche Wirkung die Nutzung solcher Wörter tatsächlich dann auch hat. Und wir arbeiten auch daran, dass es auch hier in Sachsen-Anhalt, in anderen Ländern gibt es das schon, auch so einen Ehrenkodex gibt der Journalistinnen und Journalisten, weil das tatsächlich sehr viel in der Gesellschaft macht, wie über Themen gesprochen wird. Und ein Ehrenmord ist kein Ehrenmord, sondern ein Femizid. Ja. Und das muss auch genauso ausgesprochen werden. Und deswegen, auch das ist so ein Punkt, bin auch froh, dass auch heute ja hier Medienvertreterin da war. Wir werden auch, und das ist jetzt die Brücke zu Anke, selbstverständlich den 25. November, den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, für dieses Thema nutzen. Genau. Bitte. Ja, genau, vielen Dank. Der 25.11.
in allen Regionen in Sachsen-Anhalt, da gibt es regionale Netzwerke vor Ort, ja, die gegen Gewalt sich da austauschen und treffen. Und am 25.11. zum Beispiel eine Projektgruppe in Halle unter dem Motto Rosen statt Veilchen werden da 1000 Rosen verteilt vor Einkaufsmärkten, versehen mit einer Postkarte, mit wo lokale Hilfsangebote auch mit abgebildet sind. Aber auch in Magdeburg beispielsweise, die Projektgruppe Gewalt, die haben solche tollen, zum wiederholten Mal diese tollen Brötchentüten, Gewalt kommt nicht in die Tüte. Davon werden 60.000 Stück in und um Magdeburg auch verteilt. Und hinten drauf sind dann nochmal die Hilfsangebote vor Ort. Also wenn Sie diese Tüte sehen, denken Sie an die Netzwerke und an dieses so wichtige Thema. Auch die Arbeitsgruppe des Landkreises Bürde, die machen auch eine Fahnenhissung und beteiligen sich da an der Aktion. Die Projektgruppe Gemeinsam gegen Gewalt des Landkreises Stendal, die machen einen Fachtag. Also es ist wirklich sehr, sehr viel los. In Magdeburg wird der Katharinenturm orange angestrahlt um 17 Uhr. Cool. Ja, also wirklich viel, viel los. Danke für diesen super Werbeblock, genau. Und in diesem Rahmen. Und am 18. November geht es weiter mit dem Thema digitale Gewalt im Roncalli-Haus. Sind herzlich eingeladen mit dem Schwerpunkt Frauen und Mädchen und digitale Gewalt ab 10 Uhr, eine Fachveranstaltung. Und auch an dem Tag werden wir vor dem Landtag um 14 Uhr wieder Kerzen entzünden. Die Zahl können wir noch nicht sagen, aber ich gehe wieder davon aus, dass es eine dreistellige Zahl von Frauen, die ermordet worden sind oder die getötet worden sind im sozialen Nahbereich. Ich danke meinen Gesprächspartnern und Professor Voss, Entschuldigung, ich muss mich bloß wieder in die Kamera stellen. Gerne, sagen Sie bitte noch etwas zu uns. Vielleicht auch dazu noch ganz kurz. Also die vielen Veranstaltungen finde ich dabei sehr gut. Auch Presseberichterstattung ist sicherlich dabei gut. Und dazu wiederum kann auch Forschung beitragen. Ich denke, das, was wir benötigen würden, ist, dass wir viel leichter zugänglich Mittel und Angebote für die verschiedenen Praxiseinrichtungen haben. Also, dass wenn sich Einrichtungen auf den Weg machen wollen, und wir haben jetzt viele verstreute Fachtage an einzelnen Stellen gehabt, und viele Personen wissen nun, wie schlecht sie teilweise in Bezug auf Gewalt, häusliche Gewalt und Stalking aufgestellt sind. Und dass sie sich, und ich nehme es so wahr, dass viele Fachkräfte dort gerne was in ihren Institutionen auf den Weg bringen wollen, allerdings dann einen begleiteten Prozess zu haben. Also dass man eine Fachstelle hat, die beispielsweise dann kontinuierlich in einer Einrichtung einen Prozess begleiten kann. Dafür fehlen häufig die Mittel. Und da sollte es viel leichter zugängliche Mittel geben, sodass wir nicht den Fehler machen. Also im Moment bereiten wir durch viele kleine Angebote die verschiedenen Institutionen darauf eben tatsächlich vor, dass sie wissen, dass sie nicht so gut aufgestellt sind, wie schlecht sie teilweise auch arbeiten. Und daraus kann wieder viel Unsicherheit entstehen. Also das kann eher dazu führen, dass wir den gegenteiligen Effekt haben, nämlich Personen dann sagen, ach, da mache ich lieber gar nichts. So, und das sollten wir gerade nicht erreichen, sondern gerade dieses Pulsierende, was im Moment stattfindet, auch dafür nutzen, dass es in gute, geregelte Fortbildungsangebote für einzelne Institutionen überführt werden kann. Und da wären sicher ein paar Millionen Euro durchaus von Landesseite erforderlich für solche Kurse. Ganz vielen herzlichen Dank, Professor Voss, noch für diese Worte und diese Forderung. Dankeschön, dass wir Sie online heute hier bei uns begrüßen durften. Danke für Ihren Beitrag. Danke Ihnen drei für das Engagement, für den Vortrag, für alles, was Sie sonst in Ihrer täglichen Arbeit auch zu diesem Thema tun. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, dass Sie unserem Gespräch jetzt zwar nicht mit einer Frage, aber so aufmerksam gefolgt haben. Applaus für meine Gesprächspartner. Applaus